Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch die Begrifflichkeiten Jamilwi und Jami erläutern. Ich möchte euch erklären, woher diese Begriffe stammen, was sie bedeuten und seit wann man diese auch verwendet. Bleibt dran und viel Spaß. Zu Lebzeiten des Propheten Mohammeds wurde der Begriff Jami nicht für Gebetshäuser verwendet. Da hieß es nur Masjid. Erst ab dem Jahr 871 taucht der Begriff Jami zum ersten Mal in der Literatur auf. Dort heißt es Masjid Jami. Und erst ab dem 11. Jahrhundert wird der Begriff Jami separat für quasi Gebetshäuser der Sunniten, die wir als Moschee kennen, verwendet. Was bedeutet Jam? Jam ist aus dem arabischen Wort Jam entlehnt und bedeutet Versammlung. Das Jam in Jami ist aus demselben Wort entlehnt und heißt ebenso Versammlung. Wie wurde aus Jam genau Jam? Wenn arabische Begriffe türkisiert werden, dann wird der Buchstabe, zum Beispiel der Buchstabe A, zu einem E oder der Buchstabe D zu einem T und so weiter und so fort. Ich nenne euch einfach mal direkt ein paar Beispiele. Ahmad wird zum Ahmed. Masjid wird zu Masjid. Mohammed wird zu Mohammed. Und auf diese Weise wurde Jam zum Jam. Durch das I in Jami bekommt dieses Wort die Bedeutung Versammlungsort. Und da F Haus heißt, bedeutet Jam Elvil folglich Versammlungshaus. Somit nennen wir Aleviten unser Masjid Versammlungshaus und die Sunniten Versammlungsort. Das sind die beiden Nachfolgebezeichnungen für Masjid, also ein Ort der Niederwerfung. Wie schon erwähnt, bedeutet Masjid ein Ort, an dem man sich niederwirft. Mit anderen Worten, mein Wohnzimmer, der Garten oder der Fachschaftsraum an der Uni können sich plötzlich zu einem Masjid verwandeln. Der Prophet Mohammed hat selbst die meiste Zeit unter freiem Himmel gebetet. Zu seiner Zeit gab es gar keine Moscheen, so wie sie heute aussehen. Erst mit der Zeit, im Zuge der Eroberungen und den damit einhergehenden Einfluss lokaler Bau- und Kunsttraditionen entwickelten sich die einst schlichten Hofgebetshäusern zu geschlossenen Gebäudekomplexen wie die vier Iwan-Moscheen oder die Zentralkuppel-Moscheen und so weiter. Zu Lebzeiten des Propheten Mohammeds gab es daher auch keine Minaretten. Diese sind wohl zu Zeiten der Umayyaden entstanden. Vermutlich dienten die christlich-syrischen Kirchtürme als Vorbilder dafür. Die älteste Spur, die auf eine Minarette hinweisen könnte, findet sich in der syrischen Stadt Bosra. Archäologen fanden einen Block mit einer Inschrift, in dem Folgendes steht: Im Namen Gottes, des Gnädigen, des Barmherzigen, der Diener Gottes Jesid, Fürst der Gläubigen, ordnete die Konstruktion dieser Moschee und die Errichtung des Minaretts an. Al-Harid leitete die Konstruktion im Jahr 102, verfasst von Al-Harid. Auch die Gebetsnische ist wohl erst später entstanden, vermutlich in Anlehnung an die Tora-Nische. Worauf ich hinaus möchte, ist Folgendes. Ein Gebetshaus, also ein Masjid, ein Ort, wo man sich niederwirft, hat keine bestimmte Form. Im Endeffekt sind Gebetshäuser nichts weiteres als aufeinander gestapelte Steine. Schaut euch mal die Kaaba an. Laut dem Koran das erste Gebetshaus der Welt, das einst von Abraham und seinem Sohn Ismail erbaut worden ist. Sieht das für euch aus wie eine Moschee? Nein, keineswegs. Vielmehr sieht das aus wie ein Würfel, denn Kaaba bedeutet ja auch Würfel. Seit wann nennen eigentlich Aleviten ihre Gebetshäuser Cem-Evi? Dazu schauen wir uns jetzt zwei Gedichte an. Pir Sultanım akar çeşmimin yaşı, bölük bölük oldu ciğerimin başı, evvel hak ceminden kalkmayan kişi, şimdi cemevine gelemez oldu, Pir Sultan Abdal. Şah hatayım bu sırra ereyim dersen, şardaki sultanı göreyim dersen, sualsiz cennete gireyim dersen, cemevine diri gelme, ölü gel, Şah İsmail. Wie ihr lesen könnt, war schon im 16. Jahrhundert der Name Cem-Evi geläufig. Wie viele Cem-Evis gibt es eigentlich in der Türkei? Dazu gibt es leider keine genauen Angaben. Jedoch hat der Abgeordnete Hüseyin Aygün aus dem Jahr 2013 eine Anfrage an das Innenministerium gestellt und bekam folgende Antwort. In der Türkei gab es im Jahr 2013 insgesamt 937 Cem-Evis. Befinden sich die meisten Cem-Evis in der Provinz Tokat,
Sivas und Istanbul. Wenn diese Zahlen stimmen sollten, können wir davon ausgehen, dass heute im Jahr 2020 die Zahl der Cemevis in der Türkei gestiegen ist. Zum Vergleich. Im Jahr 2013 gab es laut dem Amt für religiöse Angelegenheiten, also das Diyanet, insgesamt über 82.000 Moscheen in der Türkei. Die meisten davon, nämlich 3.113, befanden sich in Istanbul. Und Tunceli war die Provinz mit den niedrigsten Anzahl an Moscheen, nämlich 117. Was? Moment mal. 117 Moscheen? Chillt, Leute. Als Kenan Güven 1982 Provinzgouverneur von Tunceli wurde, begann das Projekt in jedem Dorf eine Moschee. Somit wurde wirklich fast in jedem Dorf eine Moschee gebaut. Die Sache ist, die Dorfbewohner haben diese Einrichtung nicht als Moschee benutzt. Also wenn überhaupt, die meisten davon sind leerstehende Gebäude. Und wenn die benutzt worden sind, dann hat man halt nur die Toiletten benutzt, die dort drin waren. Oder man hat das Gebäude als eine Scheune benutzt oder teilweise auch als Tierstall. Also es gibt nur auf dem Blatt 117 Moscheen. In Wirklichkeit sind die meisten davon nichts anderes als leerstehende Gebäude. Und die sehen auch gar nicht aus wie eine Moschee, also mit Kuppel und Minarette. Das sind wirklich einfach nur ganz einfache Gebäude, die man dort erbaut hat. Fazit. Aleviten bezeichnen ihr Gebetshaus als Cemevi, was Versammlungshaus bedeutet. Und Sunniten hingegen bezeichnen ihr Gebetshaus als Cami, was Versammlungsort bedeutet. Das sind die beiden Nachfolgebezeichnungen für den Begriff Meschid, was Ort der Niederwerfung bedeutet. Zu Lebzeiten des Propheten Mohammed wurde der Begriff Meschid für Gebetshäuser verwendet. Und die Gebetshäuser zu seiner Zeit ähnelten keinesfalls den heutigen Moscheen. Mohammed selbst hat die meiste Zeit unter dem freien Himmel gebetet. Somit sind wir schon am Ende unseres Videos. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne eure Meinung unter dem Video. Ihr könnt mich gerne abonnieren und das Video liken. Und freut euch auf weitere Videos. Bis dann.